Wenn dein Herrchen sitzt, dann bellst du so laut du kannst, okay? Erst wenn dein Herrchen kommt, ja? Na, was ist? Willst du dein Hündchen nicht mehr? Ist das dein Hund, der hier das ganze Haus zusammen jault? Das klingt ja grauenhaft. Ich singe im Schlaflied, dann wird er bestimmt ruhig. Papadapap, ich bin jetzt den Hund los. Tierquälerei ist das. Hey, Pfoten weg! Ich mach das schon. Jetzt auch noch frech werden. Ich glaub's nicht. Nehmen Sie Ihre Griffel auf, alles ist mein Hund. Hol die Beulen. Das ist ja wohl die Höhe. Erst den Hund quälen und dann auch noch die Polizei rufen wollen. Zeig doch mal deinen Ausweis. Stecken Sie sich doch Ihren Ausweis sonst wo hin. Sieh mal, das vermasselt Sie. Das ist die Goldhamster. Ihrer Pralinen gegessen. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Es war einfach unbeschreiblich. Freut mich, wenn es Ihnen geschmeckt hat. Ich bin total geflasht. Und jetzt hätten Sie gerne mehr davon? Nein, meine Freundin, ihr gehört der Laden. Wenn sie probiert, dann reißt sie Ihnen die Dinge aus den Händen. Voilà. Mit einem lieben Gruß von mir. Wir sehen uns sicher wieder. Früher oder später. Danke. Was hattet ihr denn eben so Geheimnisvolles zu besprechen? Was? Du, jetzt tu nicht so, du weißt genau, was ich meine. Ach, du meinst die Französin? Hast du sie jetzt also doch noch angebaggert? So würde ich das jetzt nicht nennen. Du, was ist das hier? Süße Bestechung. Hey. 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 Ein Kuss ist was anderes. Ja, das stimmt schon. Wenn die Gefühle verrückt spielen und der Boden unter deinen Füßen wackelt und dir ganz schwindelig wird. Aber du hattest recht. Ich habe mich in Nick verliebt. On the first day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Auf dich, Versager. Mit der Liebe ist es einfach verrückt. Sie kommt und sie geht. Und manchmal über Nacht. Zu einem anderen Ort. Mit einem anderen Menschen. Ist was passiert? Nein, 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 es ist nichts. Verdammt. Hast du dich verletzt? Warte, ich bin gleich bei dir. David, ist alles in Ordnung? Immer noch besser, als wenn der Partner nur noch aus Mitleid mit einem zusammen ist. Ich soll der Frau also ihre Dickmacher abnehmen, weil du scharf auf sie bist. Gute Mäusekacke! Ich bin mir sicher, sie werden einen wunderschönen Feierabend haben. Herz ist Trumpf. Ich kann das einfach nicht.